Liebes Publikum, das ist Teddy Terbeer, unser Patient. Teddy braucht heute leider ein neues Herz. Servus, Jörg. Ja, hallo, was machst Harald. Denn du da? Du. Solltest du nicht am Golfplatz sein? Das war gestern. Puh. Heute haben wir gesagt, tun wir ein bisschen was. Ne? Ah, tun wir was. Aber ja. Was tun wir denn? Und bei na. Wem oder wir? Na, bei na, hast du irgendwas geschaut? Na, ich hab keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Na, was machen wir jetzt? Ja. Was hast du eine Idee? Nein, ich habe keine Idee. Checklisten helfen, eine unerlässliche, sichere Zusammenstellung von Mängeln festzuhalten und vor allem, dass die handelnden Personen keine Fehler beim Operieren machen. Ja, jetzt weiß ich. Mir geht ein Licht. Ein Herzerl tun heute mal. Ein Herzerl? Ja, na gut, passt. Dann schneiden wir mal. Gehen wir an, komm. Geht schon. Ja. Du aber, ich werkel da rum, aber sehen da die nichts. Kannst du mir da ein bisschen leuchten? Ja, sehen auch noch. Wir brauchen eine Armleuchtung. Armleuchtung? Ja, danke. Ist jetzt der Lichtaufgang. Ach, ja. So weit hast du nicht erfunden. Ja, und du? Na, ich mach wenigstens was. Du hast ja nicht gewusst, was wir tun. Aber ne? Ich sicher da nichts. Kannst na, du bemühe bitte... Bemühe, komm. Nein. Nein. Also, ich, na, hab, also, nein, ich sehe nichts. Ja. Ich hab da keinen Plan. Du zum Augenarzt gehen. Plan. Du hast keinen Plan. Nein, ich hab keinen Plan. Hast du einen Plan? Plan? Ich hab keinen Plan. Du keinen Plan? Ich keinen Plan? Oje, oje, oje. Wir brauchen eine Idee. Innovation Nummer 1, Kollegen, ich präsentiere euch die ultimative Beleuchtungsinnovation. Ah, wow, hey, da geht das Licht super, auf, ja? Mein Lieber. Sehr gut, danke sehr. Also die so. Richtige Innovation zur richtigen Zeit. Also sehr gut, danke Herr Kollege, da hast du uns rausgerissen. Bei unserem Campus Wien forschen wir an optimalen Ausleuchtungsbedingungen, schattenfreier Ausleuchtung und kontrastgleiches und Licht. Kommt gut, ja. Ja, ja. Geht schon. Super. Ja, du? Ja, na, weiß du, ich na, nicht. Wart, aber jetzt sehe ich schon was. Warte mal, da habe ich was. Echt? Was siehst du? Weiß ich nicht, was ist denn das? Ja, schaust du halt einmal. Ne? Was ist das? Keine Ahnung. Keine, brauchen wir nicht. Wurscht. Weg damit, das brauchen wir nicht. So. Erst aber, was die legen ich da umeinander tue. Warm ist das schon. Die haben da eingekatzt. Warte, da haben sie nachgelegt. Da kühle ich uns jetzt runter. Jawohl, aber ruhig. Anständig. Na, auf Eiswürfel. Ja, super, ja. Böse Keime. Hey, Gottes Willen. Die ganzen Keime. Unser Bär. Na, was tust du jetzt? Na, da haben wir. Was machen wir denn da? Die Keime, hast du jetzt einen Plan? Ein Plan? Plan habe ich keinen. Du keinen Plan, ich keinen Plan. Was machen wir da? Oje, oje, oje. Wir brauchen eine Idee. Innovation Nummer 2. Kollegen, ich präsentiere die ultimative Belüftungsinnovation. Die Keime werden weggeblasen vom Zettel. Oh! Ja, na, super. Ganz super. Na, das, da geht's da hin und schickhüß auch schon. Super, ja. Bitte, Herr Kollege. Klinik Engineering forscht speziell an wunderbaren, hygienereichen Hänger? Ja, wie lange braucht das? Haben wir eh noch Zeit? Ja, ja, wie lange geht noch? Klinik Engineering forscht an optimalen Anforderungsbedingungen hinsichtlich der Krankenhaushygiene. Man merkt, der Kollege hat nämlich dort noch den Ventilator angegriffen. Bitte sehr. Danke sehr. So. Lang braucht er heute. Ja. Naja. Ja, ich weiß nicht, aber... Aber, puh. Naja, jetzt haben wir schon langsam. Warte, ja. Erst aber voll da rein zu uns. Was machen wir da jetzt? Ne? Halt einmal den Finger drauf! Ja, das tue ich eh schon. Halt drauf! So. Da geht das was daneben, ne? Das hört Teufel, bist du Arisch. Ui, das tut noch immer her, das ist ein servus Geschäft. Ah. Puh, halt drauf, halt ja, drauf. Eh. Nein, zu, komm, schnell. Nein, zu, der ist lebend. Nein, zu, warte mal, ich finde ja nichts mehr. Eine Unordnung ist da. Ja. So, warte mal, da hätten wir jetzt Nadel und Zwirn, aber da kann ich nicht nehmen, du bist mir körperlich im Weg. Das nicht mich, geh bitte um weiter, nein, Herr, das geht doch schon. Nicht. Machen wir ja. Nein, ich weiß nicht, wie soll ich da nein? Also, ich hab keine Idee, wenn du da dauernd im Weg stehst. Hast du eine Idee? Plan? Boah. Plan hab ich keinen. Du keinen Plan, ich keinen Plan. Und jetzt alle? Uje, 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 wir brauchen eine Idee. Innovation Nummer 3. Kollegen, ich habe die ultimative Workflow-Optimierung für euch. Du kommst da jetzt rüber und nimmst die andere Hand zum Zuhause. Oh, Teufel, komm raus. Optimierter Arbeitsablauf reduziert ganz klar das Risikopotenzial. Dürfen wir zunehmen, Herr Kollege? Ich bitte höflichst darum. Ich bitte höflichst darum. So, wunderbar.
Einmal geht noch? Ja. Du kannst schon auslassen, das ist echt? Schon fertig, Gnade, ja? Ja, du hast mich auch Gnade, ne? Na ja, okay, bitte, ich weiß ja nicht. Na, was ist denn da? So, noch ein Schnitt. Okay. So, ja. Und somit haben wir dank der Infrastruktur alles erledigt und unseren Bären geht's fast gut.